Heute ist es Zeit für das nächste richtig dicke Pack-Opening. Denn heute werden wir komplett die Lage übertreiben und 150.000 FIFA-Points ausgeben. Aber nicht nur das, wir haben auch ein Ziel im Laufe dieses Videos. Und zwar müssen wir Coins besorgen, um uns am Ende Eden Hazard Hero besorgen zu können. Ey Freunde, das wird ein crazy Video, also bleibt von Anfang bis Ende dran, es wird wild. Und lasst ein Like da, wenn ich sogar mal 200.000 Points in ein Video stecken soll. Es wird langsam zu viel. 6.000 Likes will ich sehen, lasst ein kostenloses Abo da. 60 meiner Zuschauer keine Abonnenten, ihr Schlingel. Gönnt doch einfach und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Let's go. Wir starten ganz locker rein mit David Alaba. Es ist kein Walkout, aber David Alaba hat 79 Tempo inzwischen, Pace Upgrade bekommen, hat krasse Defensivwerte, krasse Passwerte. Der Mann wird teuer. Das ist unser erster Spieler für das heutige Video. Kein Walkout, aber Macher. Freunde, damit haben wir einen richtigen Macher-Kapitän, denn der erste Spieler, den man einfügt, der nimmt immer die Kapitänsbinde und das ist in diesem Fall David Alaba. Es ist ein Inform, aber der Inform ist, glaube ich, nichts wert. Ich hab's direkt gesehen. Es ist ein Inform. Chambers 80 rated. Egal. Die 10k, die ja mindestens wert ist für Discarden, die nehmen wir mit. Ich glaube, mehr wird da auch nicht wert sein. Lass mal Preisvergleich machen. Nee. Der ist Abschlusspreis. Aber egal. Inform 10k passt. Und da ist der nächste. Ukamavinga. Die Stats sehen wieder vielversprechend aus. Und auch der Preis geht immer und immer weiter nach oben. Wichtig. Und damit haben wir den zweiten Spieler für unser Team. Und das ist ebenfalls ein Real Madrista. Ein Madrista ist das. Boah, ich habe schon echt viele High-Rated-Karten jetzt im Verein. Da muss ich echt scrollen, um ihn zu finden. Aber auch so 83er-Karten dürft ihr nicht unterschätzen. Der kann bestimmt auch wieder LV, ne? Also ich könnte ihn hier im Mittelfeld spielen oder auf der linken Schiene. Easy. Es ist doch nicht normal. Da ist der erste Walkout des Tages. Und es ist Joao Cancelo. Also gestern war da viel wert. Ich weiß nicht, ob es an der Price Range liegt, ob seine Price Range falls eingestellt ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er trotzdem, auch wenn er nicht mehr in der besten Liga spielt, ein bisschen was wert ist. Wir gucken uns das Ganze an. Wir skippen ihn direkt weg. Ich will jetzt direkt seine Price Range sehen. Price Range. Ah, deswegen. Die ist von 50k bis 67k. Ich glaube, der wird droppen, Freunde. Ich glaube, der ist nicht viel wert, wenn ich ehrlich bin. Wo ist diese Duplikat-Transferliste? Die haben gesagt, das ist ein neues Feature. Ich sehe die nicht. Ich muss die jetzt auf meine normale Transferliste legen. Das ist unfair. Und damit ist das Dreieck hier auf der linken Seite vollständig. Joao Cancelo mit Alaba und Camavinga. Und damit haben wir den nächsten Spieler für unsere Startelf. Ich glaube, er wird spielen. 89 Tempo, Kingsley Coman. Preisvergleich? Ja, der geht für ein bisschen was, wie ihr hier sehen könnt. Die bieten und ihr wisst, bis zur ersten Weekend League. So geht der Markt. Freunde, der Trading Boss Wakes Flakes wird euch noch zeigen, zu welchen Zeitpunkten man am besten einkaufen sollte und zu welchen Zeitpunkten dann auscashen sollte. Das ist nämlich die Meta. Ihr müsst zum richtigen Zeitpunkt auscashen. Warte, ich brauche eine andere Formation. So nämlich die 4-3-3 und damit haben wir den nächsten Mann für die linke Seite. Hier, der Frankreich-Link ist das. Info! Messi! Stürmer! Spanien, La Liga, wer bist du? Ich kenne das Team of the Week nicht auswendig. Ich muss mir das gleich mal angucken. Ich weiß nur, dass es Adeyemi und Messi gibt. Und ich glaube Dembélé. Und scheinbar auch Puado. Wieso ziehe ich solche Spieler? Wo sind die Van Dijk? Wo sind die Messis? Wo sind die, wer ist noch teuer? Haalands, Mbappés. Yeah, Informs, 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 Informs. Wo ist mein Inform? Ich muss sogar auf neueste Objekte gehen, weil ich ihn sonst nicht finde. Hier, 81er Rating. Pass. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Ein Torwart. Es ist nochmal Kobel. Ich habe im letzten Pack-Opening schon Kobel gezogen. Und jetzt ziehe ich ihn wieder. Und ich glaube, die Torhüter sind alle nichts wert. Ich habe Torwart gesehen und ich hatte schon Frust. Da sieht man schon wieder diese Walkout-Animation. Und dann ist es ein Torwart und dann noch einer, den man schon gezogen hat. Wo bleibt die erste Icon? Wo bleibt mein erster Hero? Kobel ist wert. Ja, nicht viel. Nicht viel. Egal, er kommt ins Tor. Aber man muss sagen, das Team füllt sich langsam mit Spielern. Immerhin etwas. Da fehlen aber noch diese Top-Spieler. Diese Heroes, wie gesagt. Diese Icons, wie gesagt. Und diese Vinicius Juniors, die so eine Mio plus wert sind. Oder einfach mal ein Van Dijk. So eine halbe Mio. Passt auch. Oh mein Gott, Freunde. Wir kommen unserem Ziel immer näher. Und näher und näher. Ich habe mittlerweile schon über 3 Millionen Coins. Das heißt, wir machen Meta. Und jetzt ziehen wir Ik Osimhen. Victor Osimhen, der Mann, der zu Gala gewechselt ist. Alter, was war das für ein Transfer? Der muss einfach aus Prinzip jetzt schon viel wert sein, weil die ganzen türkischen Brüder ihn spielen wollen. Ich sehe das doch. Ich sehe das doch. Hier, Costa Quanta. Er hat wahrscheinlich die falsche Price Range, wie immer. 85.000 Minimum bis 115.000. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Bin gespannt, wo er sich einpendeln wird. Ja, das bockt schon. Der Inform verzieht sich direkt auf die Bank. Der wird direkt ersetzt von Victor Osimhen.
Willkommen! Willkommen im Team, geil. Oh Mann, nee, nicht nochmal. Okay? Okay? Jemand anderes? Ist nicht Kobel? Jan Sommer. Jan Sommer. Was ist das für ein Logo? Bro, die haben keine Rechte. Ja, ist alles schön und gut, aber dann, was ist das für ein Logo? Das macht ja gar keinen Sinn. Was hab ich da, was sehen meine Augen da? Warte mal, wie heißt die Mannschaft jetzt? LOM! Was heißt LOM? LOM was? LOM? Lombardi? Pietro Lombardi oder was? Weil da mein Ruf kaputt geht. Nicht deiner oder was? Hä? Ich check nicht. Einfach einen LOM-Spieler habe ich gezogen. Ich glaub's nicht. Wie LOM? Was ist LOM, Bro? Und da ist der nächste Nicht-Walkout, der aber einiges wert ist. Diogo Jota. Premier League. Portugal. Und Costa Quanta, ihr seht's hier. Der geht hier für fast 20.000 Münzen weg. Und ja, 20.000 am Anfang sind viel. So wie 20 CM auch viel sind. Zeig mal, was für Position der alles bespielen kann. Er kann Stürmer und links Flügel. Oh, Kingsley Coman. Könnte rausfliegen, wenn ich ehrlich bin. Könnte aus dem Team fliegen gegen Diogo Jota. Ich weiß es nicht. Wer ist besser von den beiden? Oder Osimhen fliegt wieder raus. Ja, Osimhen fliegt wieder raus fürs Erste. Ey, das ist Rullet. Ich hab Rullet. Französischer Rullet. Habt ihr seine Frisur gesehen? Ich habe einfach Rullet gezogen. Ich habe Rullet gezogen. Guendouzi? Ey, seine Frisur sah genauso aus wie Rullets Frisur. Was ist das denn für ein Prank? Ohne Sinn, Bro. Oh, jojo. Warte, Hansen. Warte. Wieder Katoto. Ist es Katoto? Zeig mir. Es ist Katoto. Es ist Katoto. Aber ich glaube, Katoto ist gar nicht mal so schlecht. Joho! Habt ihr das gesehen, wie die da gerade weggefeuert hat? Mit einem Scorpion Kick oder so? Verrückt. Was kostet die? Was kostet die Frau? Was kostet sie? Sie kostet... Oh, schlappe 20 Mücken. 20 Fliesen kriegen wir für sie. Also kommt doch noch die wunderbare Katoto hier mit auf die Bank. Hier ist sie doch mit einer 88er Bewertung. Das ist crazy, ne? Sie ist bis jetzt die höchste Spielerin mit Kobel zusammen, die wir gezogen haben bis jetzt. Und wir haben schon echt viele Points wieder weggefetzt. Ja! Jetzt hat Hansen! Nein! Hansen! Die kostet jetzt mittlerweile schon 1,2 Millionen. Und ich ziehe wen? Oh, me. Kennt ihr diesen einen Eye-Show? Digga, Bro. Einmal Glück haben. Einmal Glück haben, Bro. Ich weiß gar nicht, wie viele FIFA-Points ich gerade schon wieder verzogen habe. Ich drücke jetzt mal R2 und wir gucken uns das gemeinsam an. Ich habe bei 198.000 gestartet. Ich habe noch 135.000. Das heißt, 60 sind weg, ne? Über 60.000 FIFA-Points schon wieder flöten gegangen. Meat kommt mit ins Team. Das ist Walkout! ZDM. Es ist Declan Rice. Es ist Declan Rice, glaube ich. Declan Rice kann was. Ist zwar nicht so krass, aber der kann was. Ah, 73 Tempo, stimmt. Ich habe irgendwie gedacht, der ist auf 77 Tempo oder so. Nee. Weg. Ich brauche den Preis. Ich brauche ganz schnell den Preis. Und noch ein Hunter da drinne. Top. Er ist extinct. Das heißt, er ist... Okay, mindestens 20.000. Diese Price Range muss auf jeden Fall in die Luft gehoben werden. Weil 20.000 ist Quatsch, EA. Sehr großer Quatsch. Also 20.000 für Rice ist großer Quatsch, Bro. Da muss EA sich aber mal ganz schnell straffen. Ich bin gespannt, wann sie die Price Ranges anpassen. Ich denke, heute Nacht könnte das passieren. Ja! Links... Nein! Nein! Ich dachte, wie eine Junior. Aber dann habe ich Neymar. Oh mein Gott, die Brasilianer sind es, Freunde. Die Brasilianer sind es und Neymar ist alt geworden, deswegen tut sein Rücken weh. Willkommen im Team, Neymar. Du bist leider nicht mehr viel wert, Neymar, oder? Ich schätze trotzdem, mit den Stats kann er trotzdem über 100, wenn nicht sogar 200.000 wert sein. Er zeigt auf seine Karte. Und ja, ich sehe Licht am Tunnel. Das war mal wieder ein bisschen Licht. Sonnenaufgang, Freunde. Die Sonne scheint im Real Madrid Trikot. In dem orangenen Real Trikot. Zeig mal her, was kostet er? Ey, ich drücke auf Preisvergleich und er kostet über 200.000. Boom, Junge. Bis jetzt mein bester Pull. Bis jetzt mit Abstand mein bester Pull, Junge. Wie geil ist das denn, Junge? Ich dachte jetzt zu 100.000, aber über 200 ist eine Ansage, Digi. Aber jetzt ist es soweit, King. Ab jetzt ist es soweit, Kingsley. Du fliegst offiziell raus aus dem Team. Denn Neymar Junior sagt, willkommen im Team, Bro. Ich mache ein paar Okochas. Ich mache ein paar Elastikos. Ich nehme ein paar Gegner hoch. Wichtig und richtig. Gute Laune jetzt. Und jetzt weiter so. Genauso weitermachen. Warte mal, habe ich ihn erkannt? Oh, es ist Lewandowski. Ich habe ihn mit Haaland verwechselt. Bei Haaland hätte ich diese Pink-Krone genommen und hätte mich abgefeiert wie kein Zweiter. Bei Lewandowski nehme ich sie mal ganz schnell wieder weg. Pah, Junge, haut er da aber einen Schuss raus. Aber jetzt kommen die Walkouts. Ich hatte echt lange, ich glaube so 30.000 FIFA-Points. Kaum Walkouts. Und jetzt habe ich innerhalb von 10.000 FIFA-Points 3 Walkouts oder so. Das ist komisch irgendwie immer, ne? Bro, ich habe gerade gesehen, ich habe 3,9 Millionen Coins. Wir sind bald auf 4 Mio. 4 Mio ist eine krasse Ansage, Bro. Also eine wirklich krasse Ansage. Ich sage, ich ziehe Potato.
Ich sage, ich ziehe Putersch. Das jetzt auf Ansage wäre ein verrückter Call gewesen. Man hätte gedacht, das ist nicht real. Man hätte echt gedacht. Aber am Ende des Tages ist es Schüller. Und ich glaube, die kamen 3 Packs hinter Lewandowski oder so. Also der nächste Walkout. Aber Schüller ist nicht erwähnenswert. Da bin ich ganz offen und ehrlich. Mit einem Inform-Impact geht jetzt aber sehr klar. Der kostet nämlich auch nochmal 10k. Guck mal hier. Fürs Discard würde ich schon 11,8 bekommen. Plus für Schüller noch ein bisschen was. Das ist nicht schlecht, Bro. Warte mal. Schüller kommt auf die Transferliste. Der kommt in den Verein für irgendwelche SPCs. Passt. Oh, ich habe einen Walkout geskippt. Ich hatte einen zu schnellen Zeigefinger. Bro. Es ist eh nur McAllister. Alles gut. Hat niemand gesehen. Ist niemandem passiert. Ey, stellt euch jetzt vor, ich hätte irgendwie so ein Haaland, so ein Mbappé oder sogar so eine Icon geskippt. Ich hätte Frust gehabt bis übernächste Woche, sage ich. Aber so haben wir wenigstens unseren dritten ZM-Spieler. Immerhin ein 86er. Also der nächste Walkout reiht sich hier in mein Team ein. Es fehlt irgendwie noch ein Rechtsverteidiger und ein Innenverteidiger. Ich würde doch so ein Theo Hernandez Inform gerne mal mitnehmen. Oh, das wäre krass. Ich glaube, der ist heftig viel wert. So ein Theo Inform? Boah, da würde ich mich sehen. Freunde, es sind gerade um 21 Uhr geisteskranke Promo-Packs rausgekommen. 45k-Packs sowie 25k-Packs. 20-25k-Packs und 25-45k-Packs. Die baller ich jetzt sowas von weg, ne? Wir werden da so viele Walkouts draus ziehen. Das wird jetzt ein Game-Changer. What? Einfach so viele Promo-Packs, Bro. Was passiert hier? Ich öffne die jetzt alle. Erstes Pack, Manum. Wie Manum? Da ist doch ein garantierter 82er drin und ich ziehe auch einen 82er. Ohne Sinn. Junge, noch 24-45k-Packs. Bitte Walkout. Nein. Oh, aber Kolumuani. Kolumuani ist was wert, Freunde. Wichtig und richtig. Und dieser Dorfbeak ist auch ein bisschen was wert. Den habe ich eben vor ein paar Stunden für ein paar tausend Coins verkauft. Einfach so viele Promo-Packs am ersten Tag. Das gab es noch nie zuvor. Und es kommen trotzdem keine Walkouts. 3 Packs, kein Walkout. Oh, kein Walkout, aber Nico Williams. Extinct, Mann. Und seine Price Range liegt bei 80k. So eine Spieler brauche ich. So eine Spieler will ich. Nico Williams, Junge. Das ist auch ein Spieler für unsere Startelf. Endlich mein erster Nico Williams. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass ich ihn das erste Mal ziehe. Und jetzt ziehe ich ihn aus den Promo-Packs. Ich glaub's nicht. Ja, Mann, Nico Williams, Digga. Der kommt gut. 80k Extinct. Das heißt, der ist über 80k wert. Ich schätze sogar an die 200k oder 150k. So irgendwie um den Dreh. Was mache ich denn jetzt? Ich muss in eine Dreierkette gehen oder so. Wir gehen in die 3-4-3. Tchouameni kommt wieder ins ZM. Dann kommt McAllister raus. Da kommt Nico Williams rein. Oh, was geht hier ab, Digga? Und das Team sieht folgendermaßen aus. Freunde, ich ziehe die Packs jetzt auch richtig schnell runter. Nicht, dass es ein Fehler ist, dass die gerade gekommen sind. Denn es gibt keine 7,5k-Packs mehr. Also nur noch diese Vorschau-Packs. Aber die normalen sind raus. Ganz, ganz komisch. Wer ist im nächsten Pack? Wer ist im nächsten Pack? Sancho. Ist auch ein bisschen was wert. Und weiter. Immer weiter. Immer weiter. Die 45k-Packs ziehen, bis ein Walkout kommt. Kommt keiner. Aber dafür ist da auch ein Jeremy Doku drin. Nur ein 80er-Rating, aber bringt auch wieder ein paar Kröten. Wichtig. Und damit öffnen wir auch das erste Einhorn-Pack in FC 25, Freunde. Und wir schauen mal, ob hier ein Walkout rauskommt. Das leider nicht. Da ist bestimmt was Teures drin, oder? Ich sehe nichts. Timo Werner, ist der was wert? Zeig mal. Oh, 3k aus dem ersten Einhorn-Pack. Dann schauen wir direkt mal, was mein Afro so drauf hat. Einhorn hat nicht performt. Afro gönnt direkt Walkout. Ein Walkie-Talkie aus Deutschland. Aus der Bundesliga. Das muss Joshua Kimmich sein. Von Bayern München. Ich glaube, das ist der einzige, der RV ist. 86 rated Joshua Kimmich. Der ist die letzten Jahre schon nicht viel wert gewesen. Der hat einfach keine FIFA-Karte. Bro. Seine Stats sind einfach Wash für FIFA. Muss man sagen. In Real Life krasser Typ. In FIFA leider nicht. Aber Watkins? Bro, du schmeckst auch gut. Sehr gut sogar. Die Coins nehme ich mit für Watkins. Die Coins nehme ich mit für Raum. Ey, das bringt so viel Schwung rein, diese Promo-Packs. Hilfe. Was mache ich denn jetzt mit Kimmich? Ich habe ja gar keine RV-Position mehr, ne? Ich weiß gar nicht, was ich mit dem machen soll. Tu den aber trotzdem hier auf die Bank, wo auch immer er ist. Hier ist er, zack. Watkins könnte auch für Lewandowski rein. Der ist vielleicht sogar besser, ne? Ey, es gibt nur noch 3 Stück. Die haben es gefixt. Vorher waren 25 Stück da. Jetzt auf einmal nur noch 3. Sie haben die runtergeschraubt. Sie wussten selbst, das ist zu viel des Guten. Jetzt kriege ich aber ein Inform. Bro, warum habe ich nicht noch schneller gezogen? Ich habe jetzt nicht so viele bekommen, wie ich wollte. 25 Stück wären davon krass gewesen, hä? Ey, nur noch 2 Stück. Ich habe davon noch nicht 25 Stück geöffnet. Das ist Quatsch, dass die meine Packs weggenommen haben. Ohne Grund. Alvarez auch wieder ein bisschen was wert. Wie viel? Sogar 30k? Was? Wie viel ist Alvarez wert? Mies gut, Bro. Die nehme ich auch mit, die Coins. Ich stelle alle einfach auf den Markt zum Bieten. Ihr könnt die alle haben. Und dann kommen wir auch zum letzten 45k-Pack. Danach kommen aber noch die 25k-Packs. Davon gibt es wirklich noch 20 Stück. Okay, Afro, du musst dich jetzt mal wieder verpieseln. Ey, das Geile ist, aus diesen Packs kamen oft Spiele raus, die keine Walkouts waren, aber die richtig viel wert waren. Wie viele Walkouts können wir aus 20-25k-Packs ziehen, Freunde. Da ist der erste. Ein ZM aus Argentinien, aus der Premier League. Von Liverpool?
Warte mal, was habe ich verpasst? Wen habe ich nicht auf dem Schirm? McAllister, den habe ich doch sogar schon gezogen und ich habe ihn aus meinem Gehirn gelöscht, weil er nichts wert ist. Egal, wir haben den ersten Walkout aus den 25k-Packs. Er kommt auf die Transferliste und damit ist gut. Freunde, ich habe nur noch 82.000 FIFA-Points. Wir haben aber schon 4,3 Millionen Coins und wir ziehen jetzt das letzte Promo-Pack. Diese Promo-Packs haben so gut für die Seele getan, ne? Nachdem man die ganze Zeit nur 7,5er gezogen hat, war das mal was ganz Erfrischendes. Frischen Winter... Warte mal. Oh, ich dachte gerade Davis gezogen. Das wäre heftig gekommen. Der kostet nämlich einiges. Aber wer ist das? Warte mal, wen haben wir gerade gezogen? Sinclair, ohne Sinn. Gar nicht gut, Bro. Oh, wir haben Inaki Williams gerade aus dem Vorschau-Pack gezogen. Warte mal, wenn Nico Williams viel wert ist, dann müsste Inaki Williams wenigstens ein bisschen wert sein, oder? Vorschau-Pack nehme ich mit. Ein bisschen ist er wert. Oh, Info. Gib mal Theo Hernandez. Gib mal IV. Premier League. Okay. Inform Premier League IV. Warte mal. Oh, Gabriel 87. Ich habe gerade erst Miami-Trikot aktiviert, gerade erst Argentinien-Trikot aktiviert, weil ich dachte, dann kann ich vielleicht Messi ziehen, weil er sich dann wohlfühlt bei mir. Und kaum danach ziehe ich meinen ersten Inform. Und das ist Gabriel. Messi ist ja auch Inform. Vielleicht ziehen wir den gleich noch. Vielleicht ist das ein Zeichen. Yo, Gabriel. Aus dem Vorschau-Pack. Nimm mir mit. Ist ja gerade der Bug am Start, dass es nur noch Vorschau-Packs gibt. Alles klar. Und er kostet sogar was. Nicht schlecht, Digga. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Das war ein gutes Pack. Vielleicht haben wir jetzt Luck. Und damit haben wir auch einen weiteren Innenverteidiger. Und der kommt in die Mitte. Der bringt ein bisschen Farbe hier ins Spiel. Also, die... Oh mein Gott. No. Ihr wisst, wie ich das meine. Oh, ja. Nein. Ja. Okay, ich nehme ihn mit. Ederson oder Alisson. Dann gib mir wenigstens Alisson. Dann habe ich den besten Keeper schon mal gezogen. Zumindest so aus der Premier League und vom Rating her. 89. Yo, mit Parade. Digga, er ist richtig motiviert, ne? Er will direkt ins Kasten bei mir. Wild. Guck mal, wenn ich jetzt Kreis drücke, haben wir dann Alisson Becker stehen. Sieht auch cool aus, ne? Im Vorschau-Pack. Ich öffne mal wieder und nehme ihn mit. Pack ihn ein und mach ihn fertig. Let's go! Kobel hat eh null Chemie. Das heißt, der fliegt raus. Der geht mit Kimmich auf die Reservebank. Und dann kommt Alisson hier rein und der hat direkt 2 Chemiepunkte. Und es fehlt noch ein IV. Gönn doch mal so ein Eder. Gönn doch mal so ein Rüdiger. Gönn doch mal so ein Van Dijk. Back-to-back-Workout! ZM! Holland! La Liga, De Jong, der ist 90 oder 100k wert. Wenn das De Jong ist, ist der 90 oder 100k wert. Bro, Miami-Wappen und Argentinien-Trikot ist es. Wählt das alle aus. Direkt hintereinander. Batz, Informs, Walkouts, alles. Bro, der erste De Jong jetzt auch noch First Owner am Start. Und Vorschau-Packs machen gerade auch Bock. Machen gerade mega Bock. Zeig mal her, ist der wirklich noch so viel wert? Ja, die bieten gerade 1.500 auf den. Knapp 100k. Nicht ganz 100k, aber knapp 100k. Und ich habe noch viele Points übrig. Und ich habe nicht nur viele Points übrig, ich habe auch viele Coins übrig gleich zum Investieren. Die werden alle investiert gleich. Und Kamavinga fliegt hier, glaube ich, aus dem Team raus. Und dafür kommt De Jong rein. Und Wiener 1 kommt da hier rein. Kann mal wegen der IV? Nee, ne? Schade, das wäre auch geil gewesen. Ja! Ey! Nein, das ist wieder Meat oder Kelly. Digga, wenn ich eine Frau sehe und Rechtsflügel sehe, ich denke immer, ich hab Hansen. Ich denke, es ist vorbei. Ich denke, ich bin reich. Und dann kommt Meat oder Kelly um die Ecke und die sagen so, was geht, Bro? Ich bin nicht Hansen, aber ich bin Meat und ich koste gefühlt nur 10k, wenn Hansen 1,2 Millionen kostet. Wie viel kostest du, Meat? Ja, ehrlich, 10k. Kannst weg. Ich hau dich weg. So, Freunde, jetzt muss es soweit sein. Es muss ein Hazard günstig auf dem Markt sein. Dann schlage ich zu. Jetzt ein Hazard günstig auf dem Markt und ich schlage zu. Und ich nehme... Oh mein Gott, 1,1. Nein. Oh mein Gott. Bro, ich habe vor 10 Minuten die ganze Zeit noch auf ihn geboten, ne? Und die sind alle für 1,5, 1,6, 1,7 Millionen weggegangen. Und ich habe ihn jetzt gesniped für 1,1 Millionen. Eden Hazard ist da und damit ist unser Team vollständig, Freunde. Bro, was war das? Das für ein Snipe. Für 1,1 Millionen ist das, glaube ich, ein richtig verrückter Preis. Ich hoffe. Er hat richtig geil Technical Plus. Und ich stelle ihn jetzt mal in mein Team rein. 150.000 FIFA Points später, Freunde. Und das ist das finale Team mit Eden Hazard Hero. Wie geil sieht der Mann hier drin aus. Wir haben eine 26er Chemie. Wir haben Neymar gezogen. Wir haben Rice, De Jong. Wir haben Informs gezogen auf der Bank. Nico Williams, Kimmich, Coman und. Und am Ende des Tages haben wir das geschafft, was wir schaffen wollten. Eden Hazard Hero besorgt. Ich mache nochmal einen Preisvergleich, Freunde. Lasst ein Like dafür, mehr solcher Pack-Opening. Lasst ein Abo da und schreibt mir in die Kommentare, wen ich mir als nächstes holen soll. Ich glaube, das war ein richtig krasser Deal. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Peace.